Kimmel, Marilla Friedrich, Oliver Welke und Tietje Mietendorf. Im Zuge der Globalisierung, ihr Lieben, da gibt es überall dasselbe schwedische Möbelhaus, dieselbe amerikanische Fastfood-Kette und selbst im letzten neuseeländischen Kampf guckt man dieselbe Millionärs-Quiz-Sendung. Und von euch hätte ich jetzt gern gewusst, wie die italienische Version von Wer wird Millionär aussieht. Und ich würde sagen, Oliver, du gibst uns den Giovanni Jauch, den Moderator der italienischen Version. Und als Kandidat habe ich mal Tietje vorgesehen. Caroline, du wärst der Telefonjoker zu Hause. Klar. Von Tietje eben. Und Lars, du bist der gesamte Publikumsjoker. Ach so, ja. Und auch die Begleitung. Ja. Also, du begibst dich jetzt mal ins Publikum. Caroline, du kannst irgendwo da bleiben, wo du bist. Und, ich bleib hier, ne? Und, ja. Sogar ein Telefon. Giovanni auch. Toi, 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 kann ich Tietje nur wünschen. Jetzt, ja, ich würde sagen, wer wird Millionär aus Bella Italia? Und ein gutes Wer wird Millionär hat auch einen Jingle. Und das geht so! Was für eine scheiß Jingle! Herzlich willkommen zu Wer wird der Millionär? Es geht wie immer um 1 Million Lira, meine Damen und Herren. Und das ist mein Kandidat, er ist sehr nervös. Er kommt aus Düsseldorf und heißt Horst. Hallo, Horst. Hallo. Ah, du bist auch von Italien. So. Nun beruhigt euch mal wieder, wir haben nicht die ganze Abendzeit, ihr Runzelärsche. So, pass auf, 250.000 hat er sicher, weil er wusste die Antwort auf die Frage, womit ist er Italien-Weltmeister in Fußball geworden? Richtig war der mit der Beschisse. Das ist schon mal sehr gut. 250.000. Wir sehen hier. Sehr gut. So. Das war naturalmente ein bisschen einfach. Jetzt kommt die schwierige Frage für 500.000 Lira. Bist du bereit? Ich bin sehr enttäuscht über Frage. Natürlich, ich bin bereit. Okay, pass auf. Die Frage lautet, Jingle up. Wird der nächste besser. Pass auf, die Frage lautet, aus was ist die perfekte Schuh für einen Feind gemacht? A, Rinderleder, B, Leder von einem Schwein, C, Känguruleder, D, Beton. Ist eine einfache Frage. Gott, ist die Manne blöd. Okay, Giovanni Jauche. Ich frage Publikum. Sie. Joker. Wer ist denn dein Publikumsjoker? Ja, der Publikum natürlich, du Idiot. Hast du irgendeine andere Asi-Arsche mitgebracht, habe ich gefragt. Deine Bruder, deine Schwester, dein Vater, dein Onkel, was weiß ich. Mein einzig überlebender Bruder. Sie, sie, ah, Bruder, Jörg. Ihr seid wirklich geht's? Aus dem gleichen Wurf? Wie jetzt? Bist du nicht gesagt? Dann müsstest du die Mutter nicht sehen, Freundchen. Warum? So. Warum geht? Wir sind Zwillinge, vor Geburt vertauscht. Sie. Da hast du Glück gehabt. So, hast du die Zeitfrage verstanden? Ich verstehe nichts, ich spreche mal Deutsch. Ah, wir machen kurz A, B, C, D. D. Ist richtig. D. Und in Deutschland oder andere richtige Länder würde sich jetzt die Lichtstimmung verändern und eine Jingle käme. Und zwar eine richtige Jingle. Aber das ist egal. Es ist die 1-Million-Lire-Frage. Bitte absolute Ruhe in die Publikum. Wie lang ist die durchschnittliche italienische Penis? A, 35 cm. B, viel zu lang. C, kann man nur setzen. D, zu lang für kurze Hose. Ist eine einfache Frage. Ich frage meine andere Bruder, meine Schwester. Was? Meine Telefonschwester. Dein Bruder ist ja gleichzeitig deine Schwester. Kommt drauf an, wie viel Kunde zahlt. Verstehe. Hast du die Telefonnummer? 0900. 80, 80. Das ist eine Sex-Hotline, egal.
Hier ist der Giovanni Jauche mit Vince Pressis. Sí, hier ist die Margarita. Das ist eine Pizza, du blöde Kuh. Dann höre mir mal gute zu, Calzone. Ich habe eine einfache Frage für dich. Wie lang ist die durchschnittliche italienische Penis? B. Viel zu lang. Das ist richtig! Großartig!